Hallo zusammen, hier ist der Tom Bayer. Es geht heute wieder um OpenShot Tutorial 5. Heute geht's um das Spiegeln. Spiegeln war eine Frage aus einem unserer Online-Seminare und da hatte ich versprochen, das gleich fertig zu machen. Ja, Spiegeln ist ein bisschen speziell, aber doch sehr einfach. Man muss nur wissen, wo es liegt. Schauen wir uns das mal gleich an. Wir ziehen mal eine Datei rein, nehmen wir gleich einen Film. Den habe ich vorbereitet hier. Den ziehe ich dann mal in die Spur. Ja, jetzt kann man suchen hier im Eigenschaftsmenü. Da steht alles Mögliche, da steht Zuschneiden, da steht der Ort, da steht die Skalierung, das Scheren und so weiter. Wir können suchen, suchen, suchen. Irgendetwas mit Spiegeln finden wir dort nicht. Das ist ganz einfach, weil es dort nicht liegt. Auch in den Effekten wird es nicht zu finden sein, weil auch dort keine Funktion für vorgesehen ist. Also da kann man auch mal einmal durchschauen. Da ist gar nichts. Spiegeln ist an einer ganz anderen Stelle und es ist etwas versteckt, zugegeben. Also, wir wollen jetzt mal diesen Film hier spiegeln. Den schauen wir uns mal einmal an. Der läuft jetzt durch, auch mit Ton. Da kommen also ein paar Schauspielerinnen und Schauspieler rein. Das ist aus einem Film, den wir gedreht haben mit Jugendlichen in der Burg in Helfenberg. Und das ist ein kleines Schnipselchen daraus. So, den wollen wir drehen. Der soll jetzt so umgebaut werden, dass er jetzt sozusagen einmal komplett gespiegelt ist. Ja, das ist versteckt an dieser Stelle. Und zwar für alle Elemente, die man so spiegeln möchte, spiegeln kann. In den Film reinklicken, in den Clip reinklicken, rechte Maustaste und jetzt steht es dort Transformieren. Da klicken wir mal drauf und jetzt erscheinen, wie man hier sieht, blaue Punkte. Sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Das ist jetzt etwas, da können wir zwar auch noch viel mehr mitmachen, mit diesem Transformieren. Ich zeige euch heute einmal, wie das geht mit Spiegeln. Wir können auch komplette Animationen machen, aber damit möchte ich mich jetzt in diesem Tutorial noch nicht mit beschäftigen. Erstmal nur das Spiegeln. Wir wollen den also mal umdrehen. Dann gehen wir in der horizontalen auf den linken oder auf den rechten blauen Punkt und ziehen das jetzt wirklich rüber. Ihr seht schon, was es macht. Und jetzt muss man recht genau aufpassen, wo man es hinzieht. So, jetzt passt. Das war es eigentlich schon. Jetzt klicken wir nochmal daneben, nochmal einmal in die Datei und das lassen wir dann mal einmal ablaufen. Und jetzt kommt sie, die Schauspielerin von der anderen Seite. Und das Tolle ist, die Musik bleibt erhalten. Es ist also nicht so, dass der Ton jetzt auch hin verdreht wird. Nein, das ist alles soweit in Ordnung. So, endet er jetzt. Jetzt holen wir uns den gleichen nochmal wieder an die Spur rein, in die obere. Machen draußen eine Split-Screen und das mache ich jetzt nur, um einmal zu zeigen, dass sie wirklich gespiegelt sind, weil ich kenne den Film, ihr kennt das nicht. Ich setze es hier oben rechts hin, mache das jetzt nicht weiter schön, das ist nur einmal zum Zeigen, zum Kontrollieren. So, ihr seht, es ist jetzt schon deutlich zu sehen, es ist gespiegelt. Auf der einen Seite, auf dem größeren, ist links das Blumenbeet mit den roten Blumen, auf dem anderen rechts. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Tolle Funktion, das mit der Splitscreen habe ich nur gemacht, um zu zeigen, dass es wirklich gespiegelt ist. Beide Filme haben Ton, ihr habt auch gehört, die liegen 1A übereinander. Also da wird nichts verzerrt, nichts am Ton irgendwie manipuliert. Es ist wirklich bloß das Bild und es ist faszinierend, wie schnell OpenShot das umrechnet. So, das war Variante für einen Film. Den entfernen wir jetzt, den entfernen wir auch. Für das nächste brauchen wir einen Hintergrund. Dann nehme ich das Grün, ansonsten sehen wir das viel schlechter. Das ist jetzt wirklich nur für den Hintergrund, damit zu sehen ist, was ich machen werde. Ich nehme jetzt mal diesen Fernseher hier. So, gehe nach vorne, dass wir es wieder sehen. So, der Fernseher ist jetzt dort auf dem grünen Hintergrund. Wir sehen, dort ist der rechte Anknopf, die Antenne, die groß ist auf der rechten Seite. Auch hier geht es wieder über den identischen Vorgang transformieren. Die blauen Punkte erscheinen wieder. Diesmal nur in dem Bereich, wo die PNG-Grafik, die transparente, dann auch wirklich abliegt. Auch dort wieder den horizontalen Punkt nehmen und dort rüberziehen. Und jetzt, na, noch ein bisschen weiter. Jetzt haben wir es fertig. Und ja, wir haben jetzt hier den gelben Anpunkt haben wir auf der linken Seite, die große Antenne auf der linken Seite. Und das ist das, was wir gewollt haben. Wir wollten das Ding einmal spiegeln. Gut, ich nehme ihn wieder weg, Film entfernen. Ich will euch das jetzt nämlich nicht immer auf die gleiche Art und Weise zeigen.
Ich werde jetzt ein anderes PNG nehmen. Und das haben wir mal für einen Fake News Vortrag benutzt. Und auch dort geht es wieder über Transformieren. Aber diesmal spiegel ich anders. Ich spiegel nicht von links nach rechts oder rechts nach links. Ich mache es von oben nach unten. Das geht nämlich genauso gut. Dann nimmt man die oberen in der Mitte, den oberen blauen Punkt in der Mitte oder den unteren. Und dann geht es analog dazu und klappt es einfach um. So, fertig ist, schon läuft. Ich kann auch nochmal zeigen, wie das dann ist. Ja, wenn ich jetzt den Film durchlaufe, das ist kein Film, eigentlich sind zwei statische Bilder. Und da ist zu sehen, das ist von Anfang an so geregelt. Dann nehmen wir den auch nochmal weg. Film entfernt. Wir haben es jetzt für zwei freigestellte Grafiken gezeigt. Jetzt mache ich es nochmal für Text. Und dies ist auch ein grafischer Text. Das ist kein Textfile von der Titelerzeugung. Das zeige ich aber gleich auch nochmal, dass das soweit ganz gut ist. Wie die Anwendung da aussieht. Und auch dort geht es wieder über Transformieren. Und dort mache ich jetzt wieder den Wechsel von unten nach oben in diesem Fall. Also immer die, die in der Mitte sind, sind die entscheidenden. So, schon fertig, alles läuft. Auch hier, wenn wir überprüfen, passt es. Jetzt ist auch hier gespiegelt. Dann entferne ich auch diesen Film. Jetzt nehmen wir uns nochmal Vollgrafiken. Dazu brauchen wir dann keinen Hintergrund mehr. Auch nur zum Zeigen ein ganz einfaches Bild. In diesem Fall von einem Pilz. Das ist ein Seitling. Und den drehen wir auch mal um. Also da gehen jetzt die Richtung des Pilzes, er wächst von rechts unten nach links oben. Und jetzt machen wir auch hier eine Transformation. Und machen es mal einmal von der anderen Seite und klappen das Ding einfach um. So, und jetzt wächst er von links unten nach rechts oben. So, das ist eigentlich das, was man dazu zeigen kann. Da hätten wir noch eine andere Grafik, die zeige ich halt auch noch mal einmal. Die entferne ich. Dann nehmen wir den Fernseher hier. Das ist eine JPEG-Grafik. Auch hier einmal transformieren. Da erscheinen wieder die Punkte. Und dann, na, nicht erwischt. So, jetzt so. Und schon ist es eigentlich fertig. Und jetzt zeige ich euch nochmal, was dieses Tool noch kann. Das mache ich so ein bisschen als Vorbereitung. Das ist ein Ausblick auf diese Transformationsfunktion. Ich mache das mal rückgängig. So, jetzt ist er wieder richtig. Ich sage also, er soll hier starten und gehe dann in die Mitte und sage jetzt, er soll sich bis dahin einmal um die eigene Achse gedreht haben. Und dann gehe ich weiter. Und dann soll er sich so gedreht haben. Und ganz zum Schluss dort. Da soll er sich dann wieder zurückgedreht haben. So, das schauen wir uns jetzt mal einmal an, was das bedeutet. Schaut mal, was da passiert. Ihr seht, man kann dort komplette Animationen machen, wenn man denn dann einen Plan hat, was man eigentlich will. Ich habe es bloß gezeigt von den Funktionen her. Das ist alles möglich. Und jetzt als letztes zeige ich euch noch, wie das geht mit einem Titel, den habe ich noch nicht vorbereitet. Ich mache einfach mal irgendeinen schnellen. Dies ist ein Beispiel. So, auch richtig geschrieben, wunderbar. Speichere ich einmal kurz. Nehme das rein in die Spur. Gehe auf Transformieren. Auch hier erscheinen wieder die Punkte. Und ich kann jetzt hier, gehe ich mal nach ganz vorne. Ich kann das jetzt komplett ändern, so wie jetzt hier. Dann habe ich das von Anfang an geändert, so wie zu sehen ist. Ich kann es aber jetzt mal rückgängig machen und hole es nochmal rein. Jetzt zeige ich euch das nochmal animiert. Und da gehe ich hier auf Transformation. Das heißt, wir werden jetzt hier einmal das Ganze drehen. Gehen nochmal dahin. Und machen es dann nochmal so. Und dann gehen wir dorthin. Und drehen es nochmal. So.
zeige ich euch jetzt mal, wie es ausschaut, wenn man es dann als Animation hat. Also man kann es aktiv drehen. Die blauen Punkte gehen dann hinterher übrigens weg, wenn ich aus dem Feld rausklicke. Das kann ich gleich auch nochmal eben zeigen. Das ist jetzt nur als Anschauung. Ich gehe jetzt raus, blaue Punkte sind weg. Und jetzt ist zu sehen. So sieht es dann hinterher aus, wenn es gerendert ist. Läuft unglaublich flüssig und ist wirklich ohne Ruckeln. Keine Ahnung, wie der Programmierer das hingekriegt hat, hat aber super gemacht. So, das war es eigentlich schon vom Thema Spiegeln in OpenShot. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Es werden weitere Tutorials folgen. Freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.